Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Wir haben das dritte Hirn erfolgreich aktiviert und es müsste theoretisch das Dirl da unten mit diesem komischen roten Flüssigkeit versorgt sein. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir da lebend weiterkommen. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellt. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Großartig. So, ich muss in den Safe-Raum. Hä, war da was? Nur die Flasche, ne? Ich will als allererstes sofort speichern. Scheint jetzt hier gleich fertig zu sein. Das einmal will ich noch speichern. So. Und tschüss. Puh. Dieses Spiel ist der Hammer. Für meine Nerven, wirklich. Das kann man durchaus so sagen. So. Ja. So, speichert. Sie wurden erwartet. Das ist schön, danke, Gnädigste. So, und dann schauen wir uns das an, was hinter der Tür ist. So. Okay, das war's mit der Tür. Das ist wieder mal nicht gut, ein endlos langer Gang. Das lässt wieder mal nichts Gutes. Ja, Absicht, das habe ich mir schon gedacht. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kerl uns töten will oder ob er uns verstehen lassen möchte, was er durchgemacht hat. Ich bin mir da nicht sicher. Ehrlich gesagt. Tut mir schon ein bisschen leid. Aber kann Wahnsinn einem leid tun? Er führt mich auf jeden Fall wohin. So viel ist schon mal sicher. Puh, dieses Spiel. Dieses Spiel macht mich fertig. Okay. Was ist das jetzt schon wieder? Kontrollpunkt, okay.
Aha, da muss ich mich durchschleichen, oder wie? Aha. Okay, es war mal Kontrollpunkt. Das ist schon mal gut. Keine Ahnung, was das wieder für ein Bluthaufen war. Ich keine Ahnung, ob man den besiegen hätte müssen. Keine Ahnung gerade. Ja, ja, das, aha. Okay, da ist ein Parcours wichtig. Ich glaube, wir haben Zeit, glaube ich. Okay, das dauert. Das dauert, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Okay, also nochmal von vorne. Okay. So. Okay, also wie es ausschaut, können wir mal hier durch. Dann Kaspersky meldet sich auch, jawohl. Hier mal was, da haben wir was. Voll, okay. Zurück. Nicht mit dem Bobschi berühren. Dann scheinbar hier. Dann hier runter. Dann würde ich sagen, hier so durch. Und ich würde sagen, da so durch. So. Der Schweinekopf ist weg. Okay. Alter Schwede. Boah, ist das gruselig. Für mich halt. Kontrollpunkt. Okay, nächste Prüfung. Vielleicht werden wir gefressen. Ich weiß es nicht. Aha. Genau. Okay. Ah, wir sind tot. Dasselbe mache ich mit dir. Hä? So. Hä? Wie mache ich das Viech jetzt platt? Was? Okay. Ich zeige dir, was Schmerzen sind. Ja, danke. Das ist zu großzügig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich werde verrecken, das ist mir schon bewusst. Kann man Blut gefrieren lassen? Ich zeige dir, was Schmerzen sind. Wenn ich jetzt erstmal wissen würde, was man denn hier machen muss. Der kann da auf jeden Fall überall durch, das ist mir schon klar. Dasselbe mache ich mit dir! Ah! Warte mal. Ist das eine Kette, die man durchschlagen kann? Durchschießen kann? Ich glaube, ne? Warte, es ist eh gespeichert. Es ist eh wurscht. Das ist jetzt eh nichts so Schlimmes. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Auf jeden Fall Pistole, dann dürfte es schon werden. Weil mit der Hand durchschlagen geht das scheinbar nicht. So, Pistole haben wir. Alles gut. Okay, das heißt, wir müssen
Ja, das schaut richtig aus. Ah! Nein! Verdammt. Das war wieder ein bisschen zu früh. Aber ist schon klar. Okay, das geht. Das ist machbar. Mit ein bisschen Übung ist das machbar. Kein Stress. So. Okay. Nochmal. Das ist halt ein bisschen nervig, der Anfang. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Passt. Au. Aha. Aha, Bären fallen. Die werden echt gut zu entschärfen. Au. Wow. Okay, ich glaube, das war nicht so gute Idee, ne? Aha, okay, wenn er mich erwischt, sind wir tot, sowieso. Mhm. Okay. Vielleicht sollten wir die Bomben gar nicht machen. Die Bärenfallen ausweichen, das sollten wir vielleicht gar nicht mitnehmen. Das kostet zu viel Zeit. Wir müssen schauen, dass wir mit Geschwindigkeit wegkommen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, sammeln wir vielleicht nur die Items ein, die auf dem Weg sind. Ist vielleicht besser für uns. Netta! Willst du nehmen? Wow! Aha, okay, da habe ich das falsch gemacht. Er hat uns eingeholt. Ich wollte nur das Grüne holen. Ich schleiche zu viel, ne? Diese Bomben sind aber scheiße, weil da muss man vorbeischleichen, weil so vorbeispringen, das haut nicht hin, oder? Da explodiert der Dreck hier viel zu schnell. Ich glaube, ich sollte vielleicht zur Sicherheit auch eine Spritze mir gönnen. So, bevor ich sie eigentlich sparen sollte. Vielleicht auch ohne Licht. Vielleicht auch mit Licht, wenn die Bären fallen. Ah. Was? Na, du kannst gut da ruhig sprinten. Ich glaube, wir haben's, oder? Gut. Du hast uns das angetan. Hä? Was? Warum? Hä, jetzt komme ich nicht mit. Ist das ein Bug gewesen? Wir hatten es doch geschafft, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Da komme ich jetzt nicht dahinter. Jetzt bin ich echt verwirrt.
habe auch keine Ahnung, ob Licht jetzt gut oder schlecht ist. Ah, weiterlaufen! Weiterlaufen muss man. Okay, das muss man erstmal wissen. Okay, weiterlaufen. Also einfach gegensätzlich. Also, ja. Das Ganze dreht sich wieder und das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, da kommt jetzt eine Sequenz oder so, ne? Nein, man sollte weiterlaufen. Ja, das ist. Das muss man erst draufkommen, ne? Aber dafür kriegen wir das jetzt schon hin. Hoffe ich halt. Na, du sollst da jetzt gerade nicht schleichen. Ich habe auch keine Ahnung, ich bin gerade voll still, ich bin voll konzentriert, tut mir leid. So, ich hoffe, das passt jetzt endlich mal. Ich glaube, das war richtig. Wahnsinn. Tja. Jetzt sind wir wieder da. Hurra, wie schön. Okay, ich glaube, da darf ich wieder Licht. Alter. Was für ein sonderbares Spiel, wirklich wahr. Okay. Mal schauen, wo es uns jetzt hinführt. Aha, ins eine Sonnenblumenfeld, okay. Haben die da gerade einen Benzinkanister? Soll das heißen, die hatten Angst vor ihm und wollten ihn verheizen? Warum wurde ich hierher geführt? So ein schönes Feld, wirklich. So schöne Sonnenblumen. So. Dann schauen wir uns mal um, ne? Hier haben wir Munition liegen. Voll. Da haben wir was. Voll. Einmal schnell herumlaufen. Da ist sicher einiges versteckt. Nachladen. Braucht man nicht. Da können wir aber nachschauen. Der Part ist nämlich eh schon so gut wie vorbei. Ob wir vielleicht bei den anderen noch was nachladen können? Ich sollte doch mal mit einem Scharfschützengewehr dann herumballern anfangen. Glaube ich. Ja. Halt, da war was, tatsächlich. Ach, hier. Da liegt was. So. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwann in den Safe Room. Das wäre ganz schön. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ja. Na gut, was dann hier in dieser Scheune auf uns zukommt, das erfahren wir im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.